Perfekt, dann starte ich mal. Ich noch Vollbild. Also wie schon erwähnt, ich erzähle euch ein bisschen was über die Erfahrungen, die wir mit Terminosubstratkulturen schon gemacht haben. Wir sind da eigentlich seit 2020 dabei, also kann man auch sagen, recht jung. Im Überblick kann man sagen, also zwischen Freilandkulturen und Terminkulturen ist auch ein kleiner Unterschied. Erstmal muss man nicht den richtigen Boden für die jeweilige Kultur suchen, sondern hat das ja eigentlich schon mit dem Substrat erledigt. Weitere Unterschiede wären zum Beispiel auch, dass im Substrat dann keine bodenbürtige Schadenerreger wie der Phytophthora vorkommt und es gibt auch einen generell geringen Krankheitsdruck. Durch den Tunnel oder halt durch die Regenkappe sind sie auch durch jegliche Wettereinflüsse besser geschützt. Und zusätzlich kann man auch die Ernteperiode verfrühen, verspäten oder halt auch staffeln. Und somit kann man das auch viel verlängern. Und das führt auch zu besseren und sicheren Erträgen, weil man auch außerhalb der Hauptsaison ernten kann. Und frühe Ernte bzw. Späternte bringt auch mehr bessere Preise. Der einzige wirklich große Nachteil ist, dass das Ganze sehr viel Geld kostet, nämlich erstmal das Aufbauen, Investitionskosten für den Folientunnel oder Stellage zum Beispiel, aber zusätzlich kommen auch variable Kosten dazu, weil man die Fertigation bezahlen muss, dann die Materialkosten, das wie Substrat und Pflanzkosten muss man ja auch jährlich dazu zahlen und generell ist es, man muss die Technik immer kontrollieren, wie ist die Belüftung, wie die Fertigation und die ganzen Sachen funktionieren. Dann die erste Kultur, die ich euch vorstellen möchte, ist die Topfkultur. Die ist bei verschiedenen Kulturen möglich, vor allem auch bei Sträuchern. Und wir haben sie bei unseren Heidelbeeren. Heidelbeeren hat eigentlich einen guten Vorteil, weil sie mehrjährig gehalten werden können in unseren Töpfen. Das heißt, es ist eigentlich für uns noch kostengünstiger, weil wir nicht jedes Jahr Substrat- und Pflanzmaterialkosten zahlen müssen. Ein Vorteil davon ist auch, dass wir halt die Töpfe oder die Pflanzen halt enger pflanzen können. Bei den Heidelbeeren, die brauchen ja einen sehr schon sauren Boden. Da sind wir mit pH-Wert von 3,5 bis 4, da fühlen sie sich wohl. Und das geht dann auch viel einfacher mit dem Substrat, weil da kann man einfach in dem Fall bei uns Weißtorf besorgen und halt das in die Töpfe reinsetzen. Weil in der Freilandkultur müsste man dafür jetzt extra einen Boden dafür suchen, der circa diesen pH-Wert hat oder halt extra Torf einsetzen. Und dann kommen wir zum nächsten positiven Punkt. Im Topf kann sich das Torf nicht so gut auswaschen wie jetzt im Boden, weil im Boden gibt es ja Bodenerosionen und Bodendurchmischungen, wo sich das halt viel schneller auswächst. Und die Fertigation hilft auch noch, dass man da Nährstoffe und den pH-Wert optimieren kann, dass halt die Pflanzen, in dem Fall die Heidelbeeren, gut gedeihen. Der einzige Nachteil bei dieser Topfkultur ist, dass man keine Terminierung machen kann. Also man kann nicht jetzt einen Pflanztermin setzen, ab wann es beginnt, weil es eigentlich wie im Freien gilt. Und wettergeschützt ist es auch nicht. Das ist es eigentlich nur eine Substratkultur und keine Terminkultur. Dann hier haben wir ein kleines Bild, wo unsere Heidelbeeren stehen. Wir haben 10 Sorten. Die Sorten sind eh aufgelistet, muss nicht unbedingt jetzt extra aufzählen. Die waren vorher im Quartier 15.3 und wurden 2009 und wurden dann dieses Jahr, also letztes Jahr, Ende März, umgetopft und stehen jetzt da neben uns in anderen Bärenobst. Der Erntezeitraum ist zwischen Ende Juni bis Mitte August. Und das Einzige, was ich da man auch auf jeden Fall beachten sollte, dass man bei windstarken Anlagen, was ja der Haschhof natürlich auch ist, die Töpfe windfest machen sollte. Zum Beispiel, dass man ein Holz dazwischen gibt, dass es halt nicht so leicht umfliegen kann. Dann als nächstes Anbaussystem möchte ich die Stellagen mit Regenkappe vorstellen. Die ist eigentlich nur möglich bei den Erdbeeren, weil das ein extra spezielles System dafür gemacht wurde. Die Kultur kann man so etwa auf Brusthöhe einstellen, also das ist meistens auch je nach Arbeitskraft variiert das bissel. Bei uns ist es zum Beispiel circa bei 1,2 Meter. Und
Das ist eigentlich eine sehr angenehme Arbeitshöhe und somit kann man da auch höhere Pflückleistungen erzielen. Wie bei den Heidelbeeren gibt es da auch eine dichte Pflanzdichte. Ja. Dank der Regenkappe sind sie die Erdbeeren vor Sonnenbrand, Hagel und weiteren Wettereinflüssen geschützt. Und dieses System kann man auch sehr flexibel erweitern. Also falls man jetzt drei Reihen, vier oder fünf Reihen haben kann, das kann man eigentlich sehr leicht erweitern. Als negativen Punkt muss man aber die Investitionskosten sehen, weil das Aufbauen und, wie auch vorher schon gesagt, die anderen Kosten, wie jetzt halt Pflanzen- und Materialkosten, Fertigation und so, kostet schon etwas. Und die Regenkappe, also die Stellagen, sind nur geschützt von Wettereinflüssen, aber nicht wie jetzt beim Folientunnel durch weitere Schädlinge. Also da es eigentlich auch gilt als Freiland. Und wie auch schon erwähnt, es ist nur ein spezielles System für Erdbeeren. Also das kann man nicht auf weitere Kulturen ausweiten. Da sieht man auf der linken Seite, wie die Regenkappe winterfest gemacht wurde. Das wurde auch mit so einer schwarzen Folie noch gesichert, das ist halt schutzfest, das haben wir im November gemacht. Und im April wird dann die Folie, die Regenkappe, wieder geöffnet. Dann diese Firma, dieses System haben wir von der Firma Metasa, das sind drei Reihen, die 25 Meter lang sind. Entschuldigung. Da sieht man eh, das sind mit Bügeln, sind alle miteinander verbunden, deshalb kann man es auch flexibel und schön erweitern. Die Lage, die sind ein bisschen geneigt, damit das Drehenwasser auch schön abrinnen kann. Man sieht eh auch im rechten Bild, dass das Laubband, das ist das weiße Band, ist auch da, dass es einen schönen Halt hat, die Ranken, und auch optimal dann wachsen können. So, dann der nächsten Folie sind dann die Erdbeeren. Wir haben dieses Jahr eigentlich das erste Mal zwei Pflanzungen gemacht. Wir wollten nämlich wissen, wie das ist. Die erste Pflanzung haben wir Anfang März gemacht mit Trebpflanzen. Und die zweite Pflanzung, da war ich auch schon dabei, haben wir Mitte August dann Topfgrünpflanzen gesetzt, nämlich genau die 12 Pflanzen, Erdbeeren, die ich auch aufgelistet habe. Da haben wir pro Laufmeter war eine Sorte, also pro Topf war eine Sorte, da waren je 8 Pflanzen in einem Laufmeter drin. Und der Erntezeitraum ist so zwischen Ende Mai bis Anfang Juli. Das letzte System, was ich euch gerne vorstellen möchte, ist der Folientunnel. Also das ist wirklich bei vielen Kulturen möglich. Ob das sinnvoll ist, ist die andere Frage. Man könnte alle, die ich hier schon genannt habe, auch machen. Aber wir haben den Folientunnel bei der Kultur bei den Himbeeren. Ganz wichtig ist es, dass man vor allem im Sommer täglich lüftet, weil sonst kann es viel zu heiß und stickig drin werden. Ein großer Vorteil ist, dass man die klimatischen Verhältnisse gut steuern kann. Und somit ist auch eine Verfrühung und Verspätung oder auch eine Staffelung oder Planung des Erntetermins möglich, je nachdem, welche man Sachen halt einstellt. Im geschützten Anbau herrscht auch somit ein anderes bzw. ein gesteuertes Klima. Somit ist auch der Pilzdruck deutlich niedriger als mit Botrytis oder solchen, wo man halt feuchte Milieus braucht, haben wir weniger Probleme. Und es ist auch viel einfacher und auch sehr sinnvoll, Nützlinge im Folientunnel auszubringen. Und diese ganzen Faktoren, die ich eigentlich genannt habe, sind auch eine große Erklärung, warum auch man so hohe und noch bessere Erträge erzielen kann. Als negativen Punkt ist halt wie bei den Stellagen eigentlich die Investitionskosten. Auch genau die gleichen Gründe, das Pflanzmaterial, die Fertigation. Da kommt auch noch, dass man den Folientunnel überwachen muss, ob das mit der Belüftung alles funktioniert, ob alles mit der Fertigation funktioniert. Also das ist ein bisschen ein Punkt. Und der Pflanzenschutz ist nicht ganz optimal, weil Pflanzenschutzmittel sind noch nicht zugelassen, aber mit den Wartezeiten ist das kritisch. Und deswegen ist es besser, dass man auch wirklich über vorbeugende Maßnahmen setzt und nicht wirklich auf Pflanzenschutz verlässt. Und dazu kommt, dass durch das wärmere Klima, was man da ja erzeugen kann,
treten auch die Charterreger viel früher ein, also muss man sich da viel früher einstellen als zum Beispiel jetzt im Freiland. Dann hier sieht man den Folientunnel, wie er offen ist. Wir haben einen einschiffigen stationären Folientunnel, der auch eine automatische Belüftung hat, das auch von der Firma Metasa ist. Dieser Tunnel ist 9x25 Meter lang und er hat eine stabile Stahlkonstruktion, was ja vor allem Harschluft wichtig ist, weil es dann somit auch wind- und schneefest ist. Und mit dieser automatischen Belüftungssteuerung kann man auch künstlichen Regen, die Luftfeuchtigkeit und Temperatur auch einstellen, je nachdem, wie man es braucht. Und das macht man mit den Seiten- oder Gabellüftungen. Dann sieht man hier den Folientunnel geschlossen. Außerhalb haben wir nämlich die typische Standardfolie oben. Und im Sommer besprühen wir die mit so einem weißen Kreidegemisch, damit die Innentemperatur niedriger ist als die Außentemperatur, weil sonst könnte der Folientunnel auch überhitzen und das wollen wir nicht. Und neben der Schattierungsfarbe, die wir verwenden, gäbe es aber auch weitere Folien, die den gleichen Zweck erfüllen. Dann, wir haben da Himbeeren angebaut, nämlich Sommerhimbeeren und Herbsthimbeeren. Die Sommerhimbeeren, die sind zweijährig und haben dann im zweiten Jahr auf den Routen, auf den lateralen Routen, dann die Früchte und die Herbsthimbeeren haben es dann, sind einjährig, also haben sie es gleich im ersten Jahr drauf. So, da wir haben die Sommerhimbeeren, haben wir die Pflanze Tlon Cain gewählt mit der Sorte Tulamin. Die erste Pflanzung war Anfang März 2022 und die zweite Pflanzung war Mitte Mai. Und das haben wir extra so gemacht, damit wir da schön staffeln können und eigentlich dann von Anfang Juli bis Mitte, Ende Oktober eigentlich fast durchaus Himbeeren ernten können. Das funktioniert eigentlich sehr gut. Dieser Erntezeitraum von den Sommerhimbeeren ist halt Anfang Juli bis Mitte August. Und bei den Herbsthimbeeren haben wir eine Pflanze hat nämlich die Topfgrünpflanze genommen und da haben wir die Sorte Androsadira genommen. Und die wurde im Mai 2022 gepflanzt. Und da sieht man eh schön, das geht perfekt eigentlich, weil Ende August bis Mitte Oktober ist dann deren Erntezeitraum. Dann das Wichtigste eigentlich von allen ist die Fertigation. Nämlich mit sowas, wird alles bewässert und die Nährstoffe werden dazugeführt. Also Substrat besteht aus Weißtorf, Kokosfaser, Perlite und ein Volldünger. Außerhalb bei den Heidelbeeren, da ist es nur Weißtorf und unterhalb, also die erste 10 cm Schicht ist aus Blähton. Das ist einfach nur auch gut für die Drainage. Dann die Bewässerung ist halt wird über Einzeltropfer gemacht. Unsere Düngermischung ist halt, wie schon erwähnt, ein Volldünger. Der wird dann über eine Düngerstammlösung mit so einem Proportionaldosierer über uns so eingespeist, dass es dann über unsere Leitungen geht. Wir haben nämlich drei Leitungen, jeweils für unsere Kulturen. Also eine Leitung für die Himbeeren, für die Erdbeeren und für die Heidelbeeren. Und da wird dann die Wassermenge und Wasserdurchfluss auch pro Stunde exakt kann man einstellen. Und ganz wichtig ist, dass man das Gießwasser und misst, was für ein pH-Wert das hat, was ein E10 für ein AM-Wert das hat, also halt Salzgehalt zum Beispiel das hat, damit man auch die Düngung adaptieren kann. Und das macht man mittels einem Düngerezept, dass man es adaptieren kann, dass es halt für die Kultur auch am besten passt. Und das wird man dann auch, diese Fertigation wird man über das Drainwasser kontrolliert. Nämlich normalerweise sollte 10 bis 20% des Gießwassers rauskommen aus der Pflanze, weil das so viel Wasser kann es halt dann nicht mehr aufnehmen. Und dieses wird dann gemessen und kontrolliert, ob das auch mit der Adaptierung perfekt für diese Kultur passt. Dann Pflanzenschutz. Also die Pflanzenschutzmittel werden mit einer Rückenspritze gespritzt. Und hauptsächlich werden aber eigentlich Nützlinge ausgebracht. Dann das Wichtigste sind zum Beispiel die Raubmilben, die gegen die Spinnmilbe sind. Dann nehmen wir das Limonizo-System, die auch gegen die Tripse gut wirkt. Schlupfwespen verwenden wir gegen die Blattläuse, das ist das Aphidius-System. Gegen die Kirschessigfliege, die vor allem im Herbst ein Problem sein könnte, verwenden wir Spintor.
Und gegen Mehltau gibt es das Pflanzenschutzmittel Kumar. Aber für Mehltau, weil die mögen ja auch gern das Trockene, kann man auch diese künstliche Beregnung anmachen, dass es nicht zu so trocken wird und somit auch kein großer Schaden ist. Ja. Aber ganz wichtig sind die vorbeugenden Maßnahmen. Dazu zählt zum Beispiel das Monitoring von Schädlingen, generell Nützlingsausbringung, Blattkontrollen und so, damit solche Schädlinge oder Krankheiten nicht einmal reinkommen, weil es ist ein geschützter Anbau. Somit sind nicht nur die Pflanzen oder unsere Kulturen geschützt, sondern auch die Schädlinge. Und deswegen muss man eigentlich, kann man nicht wie im Freiland ein paar Tage noch warten, sondern muss dann sofort handeln. Also es ist besser, man beugt schon mal vor. Dann zum Schluss das Fazit. Also generell funktioniert das eigentlich alles im Großen und Ganzen sehr gute Systeme. Im Folientunnel ist die Kultur vor Pilzkrankheiten und Wettereinflüssen besonders gut geschützt. Eine Verspätung und Verfrühung ist auch möglich, aber eine Verspätung zum Beispiel auch bei der Stellase gut möglich. Dichte Pflanzabstände kann man gut setzen. Das Substrat kann man leichter jährlich wechseln als den Standort. Und somit kann man auch hohe Erträge erzielen, wenn man auch wirklich außerhalb der Hauptsaison gute Ernten erzielt. Negativ ist halt nur zu sehen, dass die Kulturführung nicht ganz einfach ist und man muss es halt immer gut überwachen. Das heißt, das sollte man immer als Mitarbeiter schnell erreichbar sein, falls irgendeine Fehlermeldung kommt, dass man sofort reagieren kann. Die Materialanschaffung, jährliche Materialanschaffung und generell Investitionskosten sind sehr hoch. Aber sonst bin ich eigentlich meiner Meinung nach, kann das ein gutes System sein, was gut funktioniert. Ja, danke fürs Zuhören und Ja, vielen Dank.